herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World und wir sind heute auf der West Somerset Railway und werden uns endlich mit dem diese Legenden of Great Western Pack beschäftigen und da haben wir hier erstmal einen wunderschönen Reisemodus und ich bin auf der falschen Strecke. Ich bin gar nicht auf der, ich muss gar nicht auf die Strecke, auf die Great Western Express. Doch, die ist die Great Western Express. Bin ich denn doof? Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich war einfach nur in der verkehrten Reihe. So, also, wir haben drei neue Lokomotiven bekommen. Oder drei alte neue Lokomotiven, die jetzt hier dann auf der Great Western unterwegs sind. Und das haben wir die Class 52, die Class 08. Und theoretisch sollten wir noch eine Lokomotive haben. Nämlich die 52, die auch nochmal eine Einführung bekommt. Und die Class 66, die haben wir hier noch gar nicht gemacht auf der Strecke. Die Einführung. Doch, haben wir. Gut, also die Class 52, die 101 und die 08. Und die werden wir auch konsequent durchziehen. Hat damit zu tun, weil wir ja schauen wollen, ob sich die Einführungen unterscheiden von dem, was wir bis jetzt schon mal gemacht haben. Und inwiefern die sich unterscheiden. Und deswegen spielen wir die Einführung jetzt auch nochmal alle durch. Und ja, den einen oder anderen von euch wird es natürlich nerven, dass ich das mache, aber ich habe ja schon in 100, wie viele Folgen auch immer es zu diesem Zeitpunkt sein werden, erwähnt, dass ich das konsequent durchziehe hier mit dem Journey-Modus. Bis zum bitteren Ende. So, da ist sie. Willkommen bei dieser dieselhydraulischen Lokomotive der Class 52 in der British Rail Blue Lackierung. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und den Umgang mit den Fahrgästen sprechen. Bevor wir anfangen, müssen einige Einstellungen im hinteren Führerstand vorgenommen werden. Begeben Sie sich also dorthin und steigen Sie ein. Um den Treibstofffluss zu den Motoren zu ermöglichen, muss der Trennschalter der Treibstoffförderpumpe betätigt werden. Diese Lokomotive besitzt zwei Motoren und jeder von ihnen muss gestartet werden. In jedem Führerstand befindet sich eine Handbremse und beide müssen vor dem Losfahren gelöst werden. Das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Nun ist im hinteren Führerstand alles eingestellt. Begeben Sie sich also zum vorderen Führerstand und machen Sie mit den Vorbereitungen. Fahren Sie mit dem Startvorgang fort, indem Sie den Batterie-Isolationsschalter betätigen. So, Thumbnail haben wir. So, dann machen wir erstmal die Batterie an hier. So. Betätigen Sie wie im hinteren Führerstand die Treibstoff- und Trennschalter. Sie werden viel. Mit dem Hauptgriff wird das Hauptpult eingeschaltet. Schalten Sie den Richtungswender zur Vorbereitung des Starts der Motoren. Diese Lokomotive ist mit zwei getrennten Motoren ausgestattet, die unabhängig voneinander gestartet werden. Starten Sie den ersten Motor. So, das ist der erste Motor. Nun, da der erste Motor läuft, da ist der zweite. Den zweiten. Die Spitzensignale sind wichtig, um alle um uns herum wissen zu lassen, dass diese Lokomotive bereit für die Abfahrt ist. So, dann gehen wir mal nach unten aufs Pult. Headlights, Zugklassifizierung, Instrumentenbeleuchtung. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja, ja, du mit deinem Bahnsteig. Kannst du deiner Mutti erzählen? Oh, das Klassifizierungslicht geht gar nicht. Ist ja witzig. Warum geht das nicht? Gehen wir nochmal hier runter. Das geht ja gar nicht, das Klassifizierungslicht. Warum dieses nicht? Soll eigentlich hier leuchten jetzt. Wir probieren mal kurz was aus. Hat ja schon mal funktioniert, dass man da was runterklappen konnte. Wir gucken mal. Ah, cool, ich kann
Ne, da gibt's aber nichts. Also Klassifizierungspflicht geht hier jetzt nicht. Okay. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ah, egal. Ist ja nur die Einführung. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Um den Bremsdruck im System aufzubauen, stellen Sie die Bremssteuerung entsprechend ein. Die Bremsleitung benötigt einen. Um die Fahrtrichtung einzustellen, benutzen Sie die. So, die Handbremse ist noch an. Ja, okay. Hätte man natürlich auch vorher machen können. Also auf jeden Fall mal ein bisschen aufwendiger als in den anderen Tutorials. Weil man wird jetzt auch von Anfang an mal ein bisschen fahren mit dem Ding. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Wenden Sie nicht zu schnell zu viel Kraft an. Nun, da der Zug sich bewegt, ist es möglich, mehr Kraft einzusetzen und sich auf das Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit zu konzentrieren. Ja, dann wollen wir das mal machen, ne? 40 mph haben wir da vorne erlaubt. Schubbetrieb ist eine auf ebener Strecke eingesetzte Methode, um effizient eine konstante Geschwindigkeit einzuhalten und die Triebwerksbelastung und die Wartungsanforderungen zu vermindern. Ja, du mit deinem Schiebebetrieb. Aber wenigstens dürfen wir mit dem Ding richtig Gas geben hier auf der Great Western. Wie schnell darf das Ding eigentlich fahren? Steht das hier irgendwo? Nö. So, Twyford Gleis 1, 4,3 Meilen, also eine richtig lange Tour hier. Ich bin begeistert. Und wir dürfen sogar richtig Gas geben. Aber wie schnell darf das Ding fahren? Muss doch eigentlich hier irgendwo stehen. Auf wie viel das zugelassen ist. Okay, steht hier nirgendwo. Dann bleibt uns natürlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen Wikipedia fragen. Und die Class 52. Die darf fahren. Hat eine Höchstgeschwindigkeit von... Hey. 145 km/h. So, das sind 90 Meilen pro Stunde darf das Ding fahren. Okay, alles klar. Da können wir noch ruhig Gas geben. Rumspielen hier wieder. Ihr kennt das ja, ich bin ja ein Spielkind. Ja, sehr cool. Gefällt mir. Auf der Great Western ein bisschen was anderes, als dieses moderne Zeug zu fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir im Journey-Modus so ein bisschen gemischten Verkehr haben, aber ich glaube, dass das ein eigener Fahrplan für sich ist oder ein eigenes... Ding für sich. Es gibt auch so viele Missionen bei den Diesel-Legenden. Also allein die Journey-Mode hat 48 und die Services sind 268. Also ich denke mal, dass sie wirklich einen komplett eigenen Fahrplan haben. Auf jeden Fall werden wir Spaß haben mit dem Ding. Um 18 Uhr bekommt ihr dann auch den ersten Journey mit der Maschine hier zu sehen. Und dann wollen wir die Great Western Legends mal langsam hier abarbeiten. Wieder relativ laut das Gerät, ne? Uiuiui.
Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Alter Verwalter. Oh, das gibt aber Abzüge in der B-Note. Mit 80 über 40er Weichen geknallt. Uiuiuiuiui. Naja, ist auch mal ganz witzig. So, aber zumindest haben wir eine Punktlandung gemacht. So. Entriegeln Sie wie zuvor die Türen, um den Fahrgästen das Ein- oder Aussteigen zu ermöglichen. Das kennen wir doch schon, mein Freund. Weißt du, was wir gerade machen, wenn wir eh hier sind? Das kann man nämlich auch im Tutorial machen. Nochmal nach Achievements gucken. Soll bekanntlich auch funktionieren. Aber hier waren wir schon. Hier haben wir schon gesammelt. Was haben wir denn hier? Oh, einen Befehlsstab haben wir gesammelt. Da haben wir noch gar keinen von gefunden. Wie cool ist das denn? Ja, ja. Lohnt sich doch auszusteigen hier. So, da hinten hat den Fahrplan, den haben wir schon. Also die Streckenkarte. Ist ja kein Fahrplan. Ist eine Streckenkarte. Ah, cool. Haben wir zumindest mal ein Achievement gefunden. Respekt. Intercity nennt sich das Ganze. Mann. Ballern kann das Ding. Das muss man ganz ehrlich mal zugeben. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive. Mal gucken, ob das noch für eine Goldmedaille reicht. Ich bin ja sowas von über die Weichen geknallt. So, GWB. Der Zug aus dem Westen. GWB. Great Western. Zu welchem DLC gehört das Achievement jetzt? Aber egal. Also wir haben auf jeden Fall mal eine Gesamtpunkt, also eine Goldmedaille bekommen dafür. Um 18 Uhr einschalten, dann fahren wir mit der 52 das erste Journey hier auf der Strecke. Und ja, dann gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr dürft in den Discord kommen, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort dürft ihr weiterhin abstimmen für den nächsten Livestream. Und ja, in dem Sinne von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!